Alsterdorf 402 hier. Man fängt auf dieser Linie vom Kiez an, von der Innenstadt, fährt über den Hauptbahnhof und fährt wirklich raus. Endstation! Man hat deutlich mehr unterschiedliche Fahrgäste als am Tag. Ich stehe um 0.30 Uhr auf, weil ich brauche auch mein Käffchen. Ja, ich will jetzt zur Schule. Da vorne ist der Unfall, da sieht man ja schon das Blaulicht. Ich finde gut, die Verantwortung zu haben. Also die Menschen vertrauen mir auch so gesehen ihr Leben an. Busfahrer, Busfahrer, bist ne geile Sau. Also wenn mich jetzt direkt jemand verpöbelt, also mich persönlich, dann versuche ich ruhig zu bleiben. Ich wollte seit Kindheit an Busfahrer werden. Für mich ist das auch nicht Arbeit, für mich ist das mein Hobby, wofür ich Geld kriege. Ich fahre Nachtbus. Ich will nichts anderes. So, dann wollen wir mal. Donnerstagabend, kurz nach 8:30. Schichtbeginn für Nachtbusfahrer Kevin Beutler. Melde ich mich mal an. Vor jeder Fahrt inspiziert Kevin seinen Bus für die Nacht. Reifen sehen in Ordnung aus. Der 28-Jährige ist einer von 63 Nachtbusfahrern im HVV in Hamburg, die ausschließlich nachts unterwegs sind. Türen funktionieren auch, wie sie sollen. Ja, sieht gut aus. Funktioniert alles einwandfrei. Ja, und dann bin ich startklar für die Nacht. Erst nach Mitternacht wechselt Kevin auf die Nachtbuslinie 607. In den Stunden davor fährt er eine reguläre Linie. Heute die Strecke von Hamm bis nach Altona, nördlich um die Alster. Feierabend habe ich nachher um 4.34 Uhr. Unsere Nachtdienste beginnen immer so zwischen 19 und 21 Uhr und enden so 4 bis 6 Uhr. Also 5.30 Uhr ist so das Späteste eigentlich in der Regel. Von Montag bis einschließlich Donnerstag sind 45 Busse in der Nacht unterwegs. Zum Vergleich, tagsüber sind es knapp 1.000. Ich wollte seit Kindheit an, also seitdem ich 3 bin, soweit ich weiß, Busfahrer werden. Für mich gab es auch nie ein anderes Ziel. Und man muss den Job schon lieben. Also das ist für mich ein Kindheitstraum. Für mich ist das auch nicht Arbeit, für mich ist das ja, mein Hobby, wofür ich Geld kriege. Also für mich gibt es nichts Besseres. Und gerade nachts, ich bin schon immer so ein Nachtmensch gewesen. Also nachts hat man natürlich deutlich weniger Verkehr als am Tag. Das macht das Nachtfahren natürlich auch attraktiv. Die meisten Nachtbusse starten am Rathausmarkt in der Innenstadt. Hier warten bereits viele Fahrerinnen und Fahrer auf ihren Einsatz. Wenn die letzte U-Bahn abfährt, übernehmen die Nachtbusse das Streckennetz in der Hansestadt. Exakt getaktet setzen sich die Nachtbusse jetzt in Bewegung, um in die verschiedenen Stadtteile Hamburgs zu gelangen. Also jetzt bin ich von der normalen Tageslinie, wechsle ich jetzt auf die Nachtbuslinie der 607. Also jetzt beginnt das Nachtleben im Nachtbus. Es ist eine ganz andere Atmosphäre nachts. Man hat deutlich mehr unterschiedliche Fahrgäste als am Tag. Von Leuten, die morgens zur Arbeit fahren, von Leuten, die vom Feiern kommen, Leute, die ein bisschen zu viel getrunken haben, die lustig drauf sind, aber auch mal Leute, die natürlich aggressiv sind. Nächste Haltestelle, Davidstraße. Also was ich am liebsten während meiner Schicht vermeiden möchte, sind, dass Fahrgäste sich bei mir im Bus prügeln. Habe ich bisher zum Glück auch nur
ein, zwei Mal in meinen 6 Jahren hier gehabt. Heute ist es besonders ruhig in Kevins Bus. Wir kommen gerade von mir zu Hause. Wir fahren jetzt zu meinem besten Freund, also zu unserem besten Freund, sage ich mal, zu ihm nach Hause, ein bisschen was trinken. So. Ja. Meine Freundin, die auch, die du mal gesehen hast. Ach, wie viel Vater? Sie wird. 15 Monate. 15 Monate? Eieiei. Also die Atmosphäre, so wie sie jetzt zum Beispiel ist, ist für mich sehr entspannend. Ich fahre hier so vor mir meine Wege und im Bus hört man keinen Ton. Die Fahrgäste sind ruhig, sie hören Musik, sie lesen, spielen am Handy. So, das ist für mich das Schönste so. Nächste Haltestelle U- und S-Bahn Barmbek. Ab jetzt beginnt ein besonderer Streckenabschnitt in der Millionenstadt. Man fängt auf dieser Linie vom Kiez an, von der Innenstadt, fährt über den Hauptbahnhof und fährt wirklich raus ins Weite. Man fährt durch den Wald, Volksdorf, also das ist schon ein großer Unterschied auf dieser Linie, dass man direkt von der Stadt in den Wald so gesehen fährt. Wir fahren jetzt mit der 607 noch weiter über Ohlsdorf, Hummelsbüttel, Volksdorf und dann noch Poppenbüttel. Also hier ist jetzt die Endhaltestelle Poppenbüttel und hier habe ich jetzt in der Regel meine halbe Stunde Pause, bevor die Rückfahrt zur Reeperbahn beginnt. Jetzt gehe ich einmal im Bus gucken, ob da Fahrgäste noch eingeschlafen sind, Fundsachen sind, alles Mögliche. Moin, Endstation. Alles gut. Tschüss. Ja, ein Fahrgast, der hat sich wohl sehr wohl in meinem Bus gefühlt und ist eingeschlafen. Musste ich schnell mal wecken, aber das war einfach. Da gibt's manchmal schwerere Fälle. 30 Minuten Pause. Zeit für ein Brötchen mit Teewurst. Und eine Verabredung nach Feierabend. Moin! Ihr habt kurz vor mir Feierabend. Wollen wir nachher noch in der Kantine was frühstücken? Können wir gerne machen, ja klar. Gut, dann, ich hab Hunger. Gut, müsst nur ein paar Minuten auf mich warten und dann können wir frühstücken. Ja, hört sich gut an. Machen wir so. Super. Dann bis nachher. Später. Gute Fahrt, tschüss. Ebenso, tschüss. Ciao. Also auch trotz meinem Schichtsystem habe ich einige Freunde. Also die Freundschaften kann man schon halten, es ist nur schwierig, sich zu verabreden. Die meisten sind im normalen Rhythmus, stehen um 8 auf, gehen 20 Uhr schlafen. Das ist ja bei mir ganz anders. Also das geht wirklich nur an freien Tagen. Eine Freundin hat Kevin zurzeit nicht. Ich glaube, bei Kollegen, die wirklich Familie und Kinder haben, ist das schon schwierig mit dem Nachtfahren. Also es machen auch einige, das weiß ich, aber das ist dann wirklich so, nach dem Nachtdienst noch denn die Kinder wecken, die zur Schule bringen und dann schläft man auch erst um 9 oder um 10, das stelle ich mir schon anstrengend vor. Also aktuell ist mein Stand, ich fahre Nachtbus, also ich will nichts anderes und ich sag mal so, wenn da jemand kommen sollte, muss das auch erstmal akzeptieren, entweder man nimmt mich so oder halt nicht. Also ich will nichts anderes als Nachtfahren. Da kommt noch jemand. Auf dem Rückweg in Richtung Innenstadt nimmt Kevin oft Fahrgäste mit, die zum Feiern auf die Reeperbahn wollen. So wie auch diese, bereits ziemlich angeheiterte Truppe aus Barmbek. Morgen! Gerade bei den Studierenden in der Stadt ist der Donnerstag ein beliebter Partyabend. Meist verlaufen die Fahrten zum Kiez harmonisch. Also ich habe im Nachtbus, sage ich ehrlich, noch nie Angst gehabt. Also ich fühle mich hier vorne auch sicher. Ich kann jederzeit mir Hilfe holen. Und ich habe auch noch nie so eine Situation gehabt, dass ich hätte Angst haben müssen. Also gerade bei so einer Gruppe mit 10 Leuten, die sind mit sich selbst beschäftigt, als irgendwie jetzt auf den Busfahrer loszugehen oder auf andere Leute.
Busfahrer, Busfahrer, du bist eine geile Sau. Also wenn mich jetzt direkt jemand pöpöbelt, also mich persönlich, dann versuche ich ruhig zu bleiben und versuche auch nicht weiter drauf einzugehen, dass er, ich sag mal, die Lust daran verliert. Busfahrer, wir sind alle blau. Du musst heute arbeiten und wir sind alle blau. Ey! So eine Gruppe wie jetzt drin, das habe ich gar kein Problem, die sind lustig drauf. Natürlich mal ein bisschen lauter, aber meistens fahren sie nur ein paar Haltestellen mit und dann steigen sie eh wieder aus. Also solange sie lustig drauf sind, habe ich damit eigentlich kein Problem. Stört mich nicht. Was auch möglich ist, dass Fahrgäste sich gegenseitig pöbeln, dann gucke ich mir das einen Moment an und ansonsten habe ich eine Dauerverbindung mit der Leitstelle, funkt die an und dann schickt die mir Hilfe vorbei. Sei es die Polizei oder die Hochbahnwache, die dann auch wenige Haltestellen entfernt gleich zu mir kommt. Wie steht ihr zu Eddie's Bar? Also ich stehe eher auf 80er. Nein. Oder auf 80-Jährige. Ja. Lass doch irgendwo unseren Pegel steigen und dann woanders hingehen. Und wo geht das besser als auf der Reeperbahn? Komm, wir müssen raus, wir müssen raus. Ah ja, Leute, let's go. Bei hunderten Bars und Clubs fällt die Auswahl allerdings schwer. Ich denke mal, wir gehen da die Straße runter, das geht Richtung Große Freiheit. Da sind so mehrere Läden wie Shooters, Kolibri. Oder wir gehen da die Straße runter, das ist eher Berg 4 und so, solche Sachen. Wir sind uns noch nicht so ganz einig tatsächlich. Xing, Shang, Shang. Also ich wäre tatsächlich eher in die Richtung zu Berg 4. Dann lass uns zu Berg 4. Ja, los, lass los, komm. Ja, let's go. Komm. Ruhig bleiben. Ja, Leute. Oder Puff. Nein, wir gehen in Berg 4. Lass mal Blauer Peter gehen. Der Begriff Blauer Peter kommt aus der Seefahrt und bedeutet, alle Mann an Bord, das Schiff will auslaufen. Ausreichend Fahrwasser gibt es an der Theke. Während für die Jungs und Mädels in Kevins Alter jetzt ein feuchtfröhlicher Partyabend beginnt, ist der gebürtige Rostocker das zweite Mal nach Poppenbüttel unterwegs. Alsterdorf 402 hier. Ja, schönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mitgekriegt haben. Uns vor der Damm läuft jetzt seit etwas über einer Stunde ein Verkehrsunfall. Auch wenn nachts deutlich weniger Unfälle passieren als am Tag, kurz vor der Munzburger Brücke hat es gekracht. Ja, alles klar, mache ich. Alles klar, danke. Also die Leitstelle hat mich gerade angefunkt, weil auf meiner Strecke ein Verkehrsunfall ist und die Polizei gerade die Straße gesperrt hat und hat mir durchgegeben, dass ich in dem Bereich eine Umleitung fahren muss. Also ich weiß, ab welcher Haltestelle, das hat er ja gesagt, Munzburger Brücke, aber dann muss ich mal gucken, wo das genau ist. Das ist irgendeine Seitenstraße und ich kenne jetzt auch nicht jede Straße dort. Aber das gucke ich, wenn ich vor Ort bin. Also da vorne ist der Unfall, da sieht man ja schon das Blaulicht. Und muss ich ab hier die Umleitung fahren, die er mir gerade durchgegeben hat. Da muss ich jetzt natürlich langsam da lang fahren, um zu gucken, welche Straße das ist, wo ich rechts rein muss. Je nach Betriebshof müssen die Fahrerinnen und Fahrer bis zu 35 verschiedene Linien kennen und abfahren können. Immenhof, ja. Bei kleineren Seitenstraßen wird es jedoch auch für Profis mit ihren großen Gelenkbussen knifflig. Hier muss ich jetzt die Umleitung fahren und muss ich mich ein bisschen breiter machen, weil das hier schon ein bisschen enger ist. Hier sieht man gut nachts die Autos, wie sie parken und dann, ja, aber es geht. Kevins Bus ist 18 Meter lang und über 2,5 Meter breit. Millimeterarbeit kurz vor dem Halt in Barmbek, wo viele Fahrgäste ihren Anschlussbus erreichen wollen. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einem Verkehrsunfall müssen wir eine kleine Umleitung fahren. Die Haltestelle U-Bahn Munzburg werde ich ersatzweise bedienen. Ja, wenn es in der Rush-Hour passiert wäre, nachmittags 16 Uhr, dann würde man hier in der Straße locker
20 Minuten stehen, weil man sieht ja, wie lange diese Ampelphase hier rot ist und die ist auch nicht lange grün. Also jetzt nachts komme ich hier ohne Probleme durch, aber am Tag wird man schon einige Ampelphasen hier stehen. Und selbst jetzt dauert es noch ewig. Also wir haben ja viele Ampeln, wo wir bevorzugt werden, aber gerade auf dem Nachtbus sind das nicht so viele Ampeln. Und da denke ich mir schon manchmal nachts, warum muss diese Ampel an sein oder warum steht man ewig an dieser Ampel? Wenn man es jetzt hier gut sieht, stehe ich ja jetzt auch schon gefühlt 2 Minuten. Und so eine Ampeln gibt es gerade auf dem Nachtbus einige. Ja, guten Morgen. Aufgrund der Umleitung habe ich jetzt 5 Minuten Verspätung. Könnte da die 617 einmal am Barmbek auf mich warten? Alles klar, ich guck mal das mal an. Dankeschön. Stahlzuber Allee? Wo steige ich da am besten aus? Da fahren Sie mit mir bis Barmbek und steigen da in die 617. Der wartet auch auf uns. 617? Genau. Perfekt, danke. Gerne. Die Taktung der Nachtbusse ist um einiges länger als am Tag. Wenn die Fahrgäste ihre Anschlüsse in Barmbek verpassen würden, müssten sie im schlimmsten Fall bis zu 1 Stunde auf den nächsten Bus warten. Also, wenn ich solche Verspätungen habe, ist das für mich... Ich ignoriere das. Ich kann es eh nicht ändern. Ich werde deswegen jetzt nicht irgendwie... lang rasen und alles ganz entspannt. Also wo ich neu war, beziehungsweise auch andere Kollegen, die neu sind, ich glaube, da ist es am Anfang ganz normal, dass man versucht, die Zeit reinzufahren. Also da will man sich selbst ja beweisen, dass man es kann und versucht dann schon mal die Zeit reinzufahren, aber es bringt im Grunde nichts. Da muss man mal Glück haben mit einer Ampelschaltung, aber mehr kann man da auch nicht machen. Also noch 402, die 617, die wartet dann an Barmbek auf Sie. Perfekt, dankeschön. Bitteschön. Der Kollege hätte jetzt Abfahrt, jetzt muss er auf mich leider noch 2-3 Minuten warten. Glück gehabt. Die Busse in Barmbek haben auf Kevin gewartet und seine Fahrgäste können umsteigen. Für die anderen geht's jetzt weiter Richtung Poppenbüttel. Also hier im Sommer ist mir auch schon das ein oder andere Mal sind Rehe vor mir lang gelaufen, Hasen laufen hier gerne lang. Oder wo ich hier an einem Baum vorbeigefahren bin, ist auf einmal so ein großer Vogel da rausgesprungen. Da habe ich mich erschrocken. Also da denkt man auch nicht, dass man hier in Hamburg ist, wenn hier auf einmal die Rehe vor einem über die Straße laufen. Das hat auch schon was. In Poppenbüttel wartet, wie fast jeden Tag unter der Woche, schon Hausmeister Norbert auf Kevins Bus. Also auf der Fahrt nach Poppenbüttel hatte ich schon zwischendurch einen Fahrgast drin, wo ich mir nicht sicher bin, ob er ein Ticket hat, der wahrscheinlich die Wärme in meinem Bus sucht. Und der ist jetzt nach meiner Pause in Poppenbüttel wieder eingestiegen, fährt mit mir wahrscheinlich wieder Richtung Stadt. Aber solange sich keine Fahrgäste darüber beschweren, nehme ich ihn mit, weil ich möchte bei dem Wetter, es schneit und regnet draußen, auch nicht draußen stehen bleiben. Und da muss man auch gucken, muss man die Situation immer abwägen und auch ein bisschen Mensch sein. Dass man nicht sagt, man lässt ihm im Nichts da eine weitere Stunde stehen. Also ich habe den Menschen jetzt auch nicht angesprochen, weil er ist mit mehreren Fahrgästen hinten eingestiegen. Wäre er alleine da gewesen, wäre er bei mir vorne eingestiegen, dann hätte ich ihn auch angesprochen, wo er hin möchte. Hätte ihn auch mitgenommen, aber hätte ihm auch gesagt, in die Innenstadt nehme ich dich mit, aber dann ist auch Schluss, weil spazieren fahren, das geht nun auch wiederum nicht. Das ist den anderen Fahrgästen gegenüber unfair. Nächste Haltestelle, Alte Landstraße Nord. Nach nur 2 Stationen steigt Norbert schon wieder aus. Er putzt regelmäßig die Sporthalle in einer Grundschule. Dafür steht der 63-Jährige extra früh auf. Ja, ich will jetzt zur Schule und da ist meine Arbeitsstelle als Reinigungskraft. Und
muss ich da ein bisschen sauber machen, die Sporthalle. Und das passiert jeden Morgen um die gleiche Zeit. Ich fahre immer so früh, weil ich schon so Frühaufsteher bin und so. Und dann mache ich keinen Stress auf die letzte Minute. Und so kann ich mir dann morgens immer so ein bisschen Zeit lassen. Da das Leben in der Großstadt teuer ist, hat Norbert einen zweiten Job. Nach dem Reinigen der Sporthalle und einem kurzen Päuschen geht es für ihn nachmittags nochmal los zur nächsten Arbeitsstelle. So war jetzt immer der gleiche Ablauf. Morgens gleich Kaffeemaschine, dann im Bad bitten frisch machen. Ohne Kaffee gehe ich überhaupt nicht aus dem Haus. Das soll ja auch alles ein bisschen vernünftig aussehen und sauber. Norbert hat zwar eine Freundin, weil er so früh raus muss, wohnen die beiden jedoch getrennt, damit er sie nicht weckt. Ich kann mir das einteilen, wie ich das will. Wann ich hier auffliege, umso eher habe ich hier Feierabend. Und auch Kevin hat seine Schicht bald geschafft. Nächste Haltestelle: U- und S-Bahn Ohlsdorf. Er ist wieder auf dem Rückweg Richtung Reeperbahn. Das mit dem Begrüßen, das hat sich verändert. Also wo ich damals angefangen habe, war das noch ein bisschen mehr. Am Supermarkt, an der Kasse sagen sie auch in der Regel Hallo zur Kassiererin oder zum Kassierer. Warum nicht bei uns auch? Und sie kaufen ja auch meistens ein Ticket. Und manchmal gibt es Fahrgäste, die schmeißen nur ihr Geld hier auf die Kasse und sagen nicht mal, was für ein Ticket sie wollen. Das müssen wir anhand des Geldes dann selbst rausfinden. Also gerade auf der 607 kenne ich viele Fahrgäste, die meisten nur vom Sehen her, aber es gibt auch ein, zwei Fahrgäste, mit denen man sich mal kurz unterhält, weil die wirklich jeden Morgen da sind, wie die Uli. Die kommt morgens auch rein zu mir, sagt Moin, da unterhält man sich mal ein, zwei Haltestellen. Uli ist Reinigungskraft und wohnt in Farmsen. Von dort aus ist sie schon mit dem Nachtbus bis nach Barmbek gefahren. Hier wartet sie jetzt auf Kevins Linie, um zum Rathausmarkt zu gelangen. Ich stehe um 0.30 Uhr auf, weil ich brauche auch mein Käffchen. Dann mache ich mein Brot mit mal für meinen Mann und für mich. Naja, ein bisschen dann zurechtmachen und ist geübt. Mache ich schon Jahre. Ich bin eher ein Frühaufsteher. Ich kann nicht lange schlafen. Also, viele können es nicht, aber ich kann das eben halt. Ne? Das ist eben halt der Beruf, der mit sich führt, weil es wird morgens gar gereinigt oder abends. Es wird nicht am Tage gereinigt. Wie war der Urlaub? Der war super schön. Kann ich dir empfehlen, mal hinzufahren. Hatte ihr schönes Wetter? Es war ziemlich heftig windig. Ein bisschen Regen, aber sonst war okay. Und kalt natürlich. Ne? Ja gut, aber kann man sich ja warm anziehen. Ja, ist oben hin eingemummelt. Ne? Ja. Also kennengelernt haben wir uns eigentlich auf der anderen Nachtbuslinie, wo ich dann immer in Bern eine 10 Minuten Pause habe. Kevin hat mich im Bus sitzen lassen, weil geregnet oder es war kalt. Und er sagt, er bleibt sitzen. Und so kam man dann ins Gespräch. Wie war die Schicht? Oh, das war ganz entspannt. Ja? War nichts los? Nö, nur typische Wetter wieder. Ja, Schmuddelwetter, ne? Ja. Genau wie Norbert hat auch Uli noch einen zweiten Job. Am Rathausmarkt steigt die 62-Jährige ein drittes Mal um, um ihre Putzstelle in Bahrenfeld rechtzeitig zu erreichen. Also hier am Rathausmarkt fahren so gut wie alle Nachtbuslinien, starten hier und verteilen sich dann in ganz Hamburg, sei es Bergedorf, Schenefeld, Niendorf. Und hier müssen wir alle aufeinander warten, dass die Fahrgäste nicht eine halbe Stunde oder Stunde noch warten müssen, weil sie den verpasst haben. Nächste Haltestelle, Reeperbahn. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle auszusteigen. Mittlerweile ist es 4 Uhr morgens. Ab jetzt nehmen die ersten S-Bahnen ihren Betrieb wieder auf. Endstation. Endstation, Reeperbahn. Wo wollen Sie denn hin?
Hier ist Reeperbahn, ja. S-Bahn, ja? S-Bahn, ja. Wenn Sie zur S-Bahn wollen, müssen Sie hier vor und dann links. Da sehen Sie den Eingang. Okay, danke schön. Bitte schön. Also wie eben mit den Decken ist eigentlich eher selten. Das hat man mal bei Wohnungslosen, die auf der Straße nächtigen, die bringen natürlich mal ihre Decke mit, aber das sah mehr aus wie Mutter mit Kind. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Also weiß ich auch nicht, was die um die Uhrzeit jetzt hier wollten. Und sie wollten ja auch zur Reeperbahn, S-Bahn, also. 4.30 Uhr. Schichtende für den 28-Jährigen. Ja, ich fahre jetzt wieder zurück auf den Betriebshof. Das war eine sehr ruhige Schicht für einen Donnerstagabend. Und jetzt rücke ich hier ein, stelle meinen Bus ab, melde mich ab, packe meine Sachen zusammen und dann werde ich mit zwei Kollegen noch in der Kantine was frühstücken. Und während ich jetzt hier Feier mache, fangen die Kollegen alle an und wollen los. Ich gehe ins Bett und die müssen alle anfangen zu arbeiten. Die haben noch alles vor sich. Oh, also ich bin schon ein bisschen müde jetzt. Aber das habe ich schon schlimmer gehabt. Also ist noch ganz in Ordnung. Während Kevin seinen E-Bus für die nächste Nacht auflädt, warten seine beiden Kollegen schon in der Hochbahnkantine. Was gucken wir da? Eben kamen noch Züge. Also heute hat mir gefühlt gar kein Hallo gesagt an der Arbeit. Oh, mir auch nicht, wenn ich drüber nachdenke. So richtig oft ein Hallo bekommt man nicht, ne? Also mir nur, wenn ich angefangen habe, selbst Moin gesagt habe, dann kam man manchmal Moin zurück, aber sonst. Also die meisten Fahrgäste steigen ein und gucken schon gar nicht zum Busfahrer, die gucken dann direkt in den Bus rein, ja, Hauptsache Handy, nicht hingucken. Handy einsteigen, Handy. Genau. Genau, richtig. Man fährt das auch, nicht so ein schönes Gefühl. Man fährt ja auch ganz anders ab, wenn du jetzt zu fünf Leuten Moin sagst und die sagen Moin zurück. Du fährst halt gleich gut los. Ja. Wenn du dann fünfmal Moin sagst und keiner sagt zurück, bist du auch irgendwie ein bisschen frustriert und denkst dir auch, wozu, sollst du ordentlich fahren? Ja, genau. Die drei Freunde lieben ihren Job. Eigentlich. Also, was ich mir von den Fahrgästen wünschen würde, dass sie manchmal ein bisschen mehr Respekt uns gegenüber haben und auch einfach mal beim Einsteigen Hallo sagen, Moin sagen, mehr wollen wir ja gar nicht, aber so, dass man nicht ignoriert wird vom Fahrgast. Selbst wenn man selbst anfängt zu grüßen, kommt manchmal auch nichts vorbei. Und das wäre schön, wenn da die Fahrgäste mal anders reagieren würden beim Einsteigen. Denn wenn der Nachtbus kommt, sind es diese Menschen, die arbeiten, während die meisten von uns schlafen.